Hey ihr, wer seid denn ihr? Ich bin der kleine Tom. Das ist meine liebe Freundin Lea, die jetzt kommt. Wollt ihr denn die Adjektivdeklinationen wissen? Sind sie schwierig oder leicht? Keine Angst, das machen wir doch gleich. Denn lernt mit uns, wie wir es machen. Danach ist's auch für euch nur ein Spiel zum Lachen und dann von euch zu machen. Hey Leia! Hey Tom! Du Leia, ich suche eine Wohnung. Kannst du mir helfen? Klar, warte, such die Anzeige von gestern. Hier! Wow! Super! Hier ist die Anzeige. Neue ruhige Wohnung mit hellem Wohnzimmer, kleinem Balkon und kompletter Küche. Die Adjektivdeklination werde ich wohl nie verstehen. Du kannst doch die Mnemotechnik benutzen. Merke dir einfach die Schlüsselwörter. Im Nominativ Rese, im Genitiv Sarasar, im Dativ Maraman und im Akkusativ Nese. Jetzt zur Adjektivdeklination. Bei den Deklinationen muss das Kasusignal erscheinen. Wenn wir keinen Artikel haben, übernimmt das Adjektiv selbst die Kasusignale. Ausnahme ist der Genitiv. Maskulinum und Neutrum hat ein EN. Wenn du auch das wieder in Mnemotechnik umsetzen willst, heißt das dann nachher nah. Ja, das ist leicht zu merken. Schau mal auf die Grafik, dann verstehst du es besser. Und jetzt zeige ich dir am Beispielsatz, wie man das macht. Hier ist die Wortgruppe. Steht vor dem Nomen ein Artikel? Nein. Dann bekommt das Adjektiv die Endung des bestimmten Artikels. Für den Nominativ Femininum ist die Endung E. Und hier ist die nächste Wortgruppe. Steht vor dem Nomen ein Artikel? Nein. Dann ist die Kasusendung für den Dativ EM. Prima, fantastisch, das ist wirklich einfacher. Jetzt fragen wir, ob die Wohnung noch frei ist. Ja, die will ich unbedingt mal ansehen. Gib mir mal die Nummer, Tom. Hier, 9813. Und wenn dir alles zu schnell ging, dann mach doch einfach Stopp und schau dir die Erklärungen einzeln an.